Moin moin meine lieben Leute, ich bin's der Schansen und wir spielen weiter The Last of Us. So. Ist Ellie ein bisschen mit uns mitkommt hier. So. Muss ein kleines Stückchen zurückspulen. Hier standen wir ja vor der Tür, die nicht aufgeht. Und die verschlossen, wie wir sehen. Jep, das ist es. Und noch eine versperrte Tür. Macht aber nichts, machen wir hier. Unsere Waffe hin. Und dann laden wir sie hier oben rüber. Okay, klär mit dem Fuß. Okay. Das solltet ihr schaffen. Kein Ding für sie. Das ist ja na komm. Ein hübsches Früchtchen. Perfekt. So. Pass auf! Ellie! Komm weg von hier! Alles klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Mann. Was? Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Tja, das stimmt. Wirklich ein bisschen. Durch ein bisschen Munition verballert, ne? Aber egal. So. Wollen wir hier was finden? Ein neues Werkzeug? Okay, Werkzeugstufe 5. Das heißt, wir haben aber noch kein Werkzeug. Das hier haben wir jetzt gefunden, endlich. Also ich kann gar nichts mehr bauen. Lass mal gucken, ob wir was bauen können. Das wäre ganz cool, weil unsere Waffen sind ja wirklich nicht mehr die besten, glaube ich. Also. Das haben wir schon. Hohe Reichweite, Jagdgewehr. Hier, mal kurz hier bei den Waffen gucken. Ne? Tatsächlich kann ich nur hier Verbesserung machen, bei den anderen nicht. Auch da. Erstelle einen zusätzlichen Platz im Waffenkreuz, um schnell eine zweite Kurzwaffe zu ziehen. Okay. Nachladen, Feuerrate. Das bringt ja eigentlich. Ich will eigentlich nur. Wissen. Gibt's denn dafür Verbesserung? Gucken wir mal. Also, das Nachladen können wir erhöhen. Die Kapazität der Waffenkugeln. Oder schneller zu schießen. Egal, ne? Schneller abzufeuern. Brauche ich auch nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Hier, aber der könnte man vielleicht was kriegen. Kriegt eine Kugel mehr rein. Schön, dass wir keine Panzerung durchdringen. Das ist natürlich ganz cool. Aber ist die Frage, ob wir das brauchen. Lass uns erstmal gucken, was die anderen noch können. So. Kann man hier die Kapazität erhöhen? Das wäre nicht schlecht. Ein Magazin mehr. Ganz verkehrt, machen wir mal. Cool gemacht eigentlich, dass er da alles nachbaut in echt, ne? Finde ich. Gut. Wir könnten jetzt noch reinbauen, dann könnte er noch eine Kugel mehr reinsetzen. Ne. Guck mal lieber bei den langen Waffen gleich. So, lass mal gucken. Das haben wir schon gemacht, da können wir nichts mehr verbessern, oder? Gut. Aber hier haben wir unsere Waffe für den Schaden vielleicht erhöhen. Schaden. Schön, die Waffe verursacht mehr Schaden. Nicht gut. Schaden ist immer gut.
gerade wenn die großen Mobs kommen, dann macht es schon Sinn, dass man ein bisschen mehr ballern kann und es ein bisschen mehr reinhaut. So. Gut. Ein Ziel für den Roboter dafür ist auch nicht verkehrt. Machen wir auch nochmal. Okay. Mehr Kapazitäten. Panzerbrechend. Auch nicht verkehrt, ne? Aber. Lass mal kurz. Was kann ich denn hiermit machen? Das Nachlandetempo, das Zieltempo und die Reichweite. Ist der Schaden höher? Wie hoch kann man denn den Schaden machen bei diesem Feuerding? Der macht ja schon ganz gut Schaden, aber. 100% mehr Schaden, das wäre noch besser. Was machen wir? Mehr Schaden, das ist schon. Das lässt sich schon sehen, ne? So. Vergrößert die Reichweite. Das ist eigentlich egal. Und beim Bogen. Möglichst das schnellere Ziehen der Waffe. Ne, ich finde die Waffe ist schon okay von der Schnelligkeit. Vergrößert die Reichweite. Die Reichweite ist auch nicht verkehrt. Können wir da auch nochmal machen. Ich will aber einmal gucken, ob ich vorher nicht noch hier bei der Schrotflinte ein bisschen mehr machen kann. Nachzuladen. Vergrößert die Reichweite. Okay, machen wir hier einmal auf jeden Fall ein bisschen mehr Kugeln drin haben können. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich meinen. Ach, die Reichweite mal mit dem Bogen auch länger. Warum nicht? Gut. Weißt du, dann machen wir hier die Kapazität auch noch ein bisschen höher. Machen wir auch nochmal. Was soll's? Was soll der Geiz? Haben wir genug von. Da. Haben wir auch genug hier rumgewerkelt, ne? Ja, haben wir auch nicht. Na, das hält. So, wenn wir schon dabei sind. Huch, ja. Muss man rausholen? Ne, ist nur ich. Das ist ein guter Platz. Achso, ne, okay. Ich dachte, da wäre noch eine Schublade. Ne, alles gut. Ich muss wieder raus hier. Komm raus hier. Zack, zack, zack. Ja. Das ist nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht. So, lass mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen eingesammelt haben. Das hatten wir schon verbraucht, ne? Ja, stimmt, okay. So. Bei die Waffe. Kopf runter. Ja, alles gut. Jetzt schaffen wir. Sieh mal! Da ist es! Stimmt. Da müssen wir hin. Frage, wie kommen wir da hin? Weil du kannst ja mal wieder nicht schwimmen. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ist ja irgendwie so ein. Gehen. Finden wir das ja hier. Irgendwie ein Brett oder irgendwas, wo sie drauf rumschwimmen kann. Ich schaffe den Sprung nicht. Warum nicht?
Ist hier ein fauler Hund? Er schafft den Sprung nie, warum nicht? Schaffen nicht. Gut, dann müssen wir uns anders überlegen. Bloß was? Geht's auch rein? Oh oh. Was wir gebrauchen können zumindest. Ach, guck mal, hier geht's durch. Ah. Oh, oh, kommt da jemand? Sehe. Ich glaube nicht. Das war das Wasser. Das Brett zu Ellie bringen. Kommst du rauf? Okay. Auf da. Los. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Ich bin wahrscheinlich zu schwer fürs Brett, ne? Ja, okay. Dann musst du da hängen und die Leiter. Die Leiter runterlassen. Ja, das kriegt sie hin. Der Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Kann ich die Leiter woanders hinpacken? Und sie da hinstellen erstmal. Ah, ich habe eine Idee. Warte. Nehmen sie hoch oder stellen sie da drüben wieder runter, okay? So, wollen wir jetzt hier rüber gehen? Genau. Hier runter. Achso, gut. Oh. Und dann nehme ich die Leiter wieder. Und dann legen wir sie so darüber, dass wir darüber gehen können, oder? Das würde funktionieren. Oh, okay. Gute Idee. Ich weiß. Wie bin ich? Der Erwachsene hier. Dieses Wasser ein bisschen doller. Oh, lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Jetzt kriegst du das hin? Okay, sie kann da lang, okay. Oh, das ist ein ganz schön reißender kleiner Fluss hier. Aber du musst schon aufpassen, du. Na komm, spring! Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts hier runter von diesem Ding. Oh oh. Ich
kann natürlich nicht laufen, klar. Ja, doch, nicht doch. Ja, sie fällt jetzt rein. Und sie wird auch reinfallen. Ellie, los! Oh, Scheiße! Oh. Na komm schon. Oh. Oh, jetzt ist sie auch ins Wasser geknallt. So ein Scheiß. Was? Ist denn hier überhaupt so eine... Da ist sie. Ist hier überhaupt so eine Strömung, fragt man sich. Na, sie wird ja nicht sterben. Das wissen wir ja schon mal, ne? Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Das war ja mal nicht so nett. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Cool. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sie will sterben. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Oh. Das war nicht nett.
Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Der macht keine halben Sache, ne? Nur liebe Diva wir. Oh, wow! Upsala. Okay. Gleich mal eine andere Waffe. Sicherheitshalber mit. Hier drüben! Oh. Wollen wir die ganze Munition verballern? Deswegen werden wir jetzt mal kurz auf eine andere Waffe wechseln. Okay, das war natürlich nicht so clever. Aber ich glaube, längeln konnte ich wohl nicht. Krasse Typen. Zu viele einfach nur. Gut. Die sind leider alle aufeinander da. Das ist ein bisschen blöd. Gucken wir das hin, dass wir die schon auseinander treiben können. Da. Habe ich hier denn noch was drin? Der hier? Okay. Wow! Da. Okay, los!
Okay. Am Sturmgewehr sind ein bisschen leichter, ne? Hat die anderen aber nicht interessieren. Okay, los, schieb mir Deckung. Ja, jetzt verteilt euch mal bitte, damit ich euch einzeln platt machen kann. Da sind einige. Ich glaube, jetzt könnte ich sie, glaube ich, packen. Oh. Ach man. Das ist mein Ernst, ey. Ganz ehrlich. So ein Scheiß. Mein Scheiß. Nee, Mann, ich hab hier nicht. Das ist ja egal eigentlich. Da drüben! Die Bude, da kommen die von da gelaufen, okay. Ab ihn! Schließt auf! Ja, okay. Kommt noch einer. Ja, komm raus da, du Affe. Sie aus einer scheiß Taschenlampe. Drecksack. Komm raus da, du Affe. Da kommt er sich nicht.
Okay, los! Gib mir Deckung! Erste-Hilfe-Ding machen? Nee, aber ich hab mal ein Erste-Hilfe-Ding, ne? Okay. Muss das mal nutzen. Damit ich, wenn ich gleich draufgehe beim nächsten Schuss. Ist er noch da? Er ist weg. Na, ich bin nicht wirklich weg. Sind er da noch, ey? Wie laufen denn noch hier rum? Letzte, oder? Ich glaube, das war der letzte. Gut. Wo müssen wir hin, ist die Frage, ne? Auch hier längs. Wahrscheinlich hier längs. Hier entlang! Aufpassen! Vorbeigerannt, das ist schon mal gut. Da bist du ja! Hinterm Sofa! Scheiße. Du lebst noch, du Affe. Oh.
Alter. Und gut, was ab, der junge Mann. Nicht mal Sachen einsammeln noch hier. Hätte ich ja jedenfalls Munition fallen lassen können, ihr Spackos, ne? Nein. Hätte ja nicht mal ein bisschen was. Nicht mal ein bisschen was, ist ja gemein. Alles voll, okay. Okay, nach oben. Zum Operationssaal. Gut. Aber es ist perfekt der Ort, um eine Pause zu machen. Wir gucken, wie wir Ellie retten können beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.